Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Das heutige Video wird das schon überfällige 3-Monats-Video mit unserem kleinen Würmchen. Überfällig aus dem Grund, weil er jetzt schon 4 Monate alt ist mittlerweile. Ja, wir haben es ja immer so. Also, wir haben es so angedacht, dass bevor er 4 Monate alt wird, kommt das 3-Monats-Video online. Eigentlich war der Plan. Ja, haben wir jetzt nicht geschafft. Also, wir haben es eigentlich nur nicht geschafft, irgendwie das zu drehen. Also, wir haben unsere Liste schon lange fertig und wir hätten auch tausendmal so irgendwie die Zeit gehabt. Also, wir haben es einfach nicht gedreht, sozusagen, ne? Guten Appetit. Danke. So. Hallo. mal gucken, wie lange er hier ruhig hält. Du kannst ja... Hast du eine Liste? Du kannst ja einfach mal anfangen, was auf deiner 3-Monats-Liste steht. So, irgendwie hatten wir uns überlegt. Stimmt. Unnötige Sachen. Beim letzten Video haben wir ja so Sachen aufgezählt, wo wir gar nicht gedacht hätten, dass die so wichtig sind. Wo wir doch ganz froh waren, dass wir die ja hatten. Oder wo wir gesagt haben, die hätten wir gern gehabt. Und jetzt habe ich mir einfach ein paar Sachen rausgesucht, die ich als eher unnötig, entweder generell unnötig für ein Baby oder jetzt noch in den ersten Monaten so unnötig empfinde. Und die wir da eigentlich als unnötig empfinden. Sagen wir die am Ende, machen wir erst so die Entwicklungsstufe? Okay. Ich kann dazu einmal noch eben was holen, du kannst schon mal weitermachen. Okay, dann fange ich einfach an mit meiner Liste hier. Mit, sag ich mal, entwicklungsstufenmäßig. Also im 3. Monat hatten wir dann auch die Windelgröße 3. Wir gucken zwar ein bisschen auf die Kilo, was da so draufsteht, aber am wichtigsten ist ja eigentlich, dass es am Bauch nicht zu straff ist und aber auch noch zugeht und dass die Windel auch dicht hält. Und da war bei uns dann 3. Monat Größe 3 einfach so ja, der Zeitpunkt. Und noch was zum Thema Windeln. Und zwar haben wir von der DM Eigenmarke, also hier Baby Love, haben wir so Öko-Windeln gekauft in der Größe 3. Ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war, aber wir hatten halt welche gekauft. Und da ist innen drin, das wird auch wie so ein Gel, aber das ist halt nicht aus irgendwas Chemischem, sondern aus Bambus. Und damit haben wir super Erfahrungen gemacht, also mit diesen Öko-Windeln. Ich persönlich muss sagen, für einen Tag sind die mir von der, sag ich mal, so Trockenheit her sogar lieber eigentlich als Pampers, weil die sind außen dran, also wenn, selbst wenn die vollgepullert sind, fühlt man da überhaupt nichts von Feuchtigkeit und das ist bei Pampers teilweise anders. Also damit haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wir haben jetzt trotzdem Pampers, vor allem auch für nachts, weil wir bei diesen Öko-Windeln nicht wissen, ob die eine ganze Nacht durchhalten, aber ja, genau, das wollte ich nur sagen. Ja, also er ist in seinem 3. Monat. Hast du gerade gepupst? Nein. Er ist in seinem 3. Monat relativ viel gewachsen, sodass schon einige Sachen tatsächlich zu klein geworden sind. Bei welcher Größe wir aktuell da waren, weiß ich nicht. Nee, aber es ist halt uns in diesem Monat so sehr aufgefallen. Also, ja. Soll ich weitermachen? Ja, mein Ding. Und zwar hab ich hier stehen Zähnchen, weil wir die Vermutung hatten, dass er eventuell Zähne kriegt. Das denken einige von euch jetzt vielleicht ein bisschen zeitig so, aber im Durchschnitt so vom 3. bis 8. Monat sollte das irgendwie losgehen. Und der gute Philipp hier hatte auch schon mit 4 Monaten seine ersten Zähne. Und meine Mama auch. Ja, eben, also, hallo. Schön. Außerdem gibt es auch bei einem von ungefähr 2.000 bis 3.000 Babys ist es so, dass es schon bei der Geburt Zähne hat. Also von daher ist das jetzt auch nicht so abwegig, wenn er mit 3 Monaten vielleicht Zähne kriegt. Wir sind uns nicht sicher. Es waren so 1, 2 schlechte Launen, wo wir dachten, dass es vielleicht die Zähne sein könnten. Es sind bis jetzt noch keine da. Also es war wahrscheinlich auch nur eine Zähnemacke. Ja. Also wir gehen davon aus, dass er schon Zähne bekommt irgendwann. Naja, es kann auch sein, dass es einfach Kieferbewegungen waren, die er gemerkt hat. Also das ist es ja dann auch, hat auch was mit Zähnen zu tun.
Aber dann kommen die halt noch nicht raus, genau. Deswegen steht hier 10. Genau. Ja, dann waren wir das erste Mal länger mit dem Tragesack unterwegs. Das war beim Pilze suchen. Ja, genau. Da können wir auch so ein Bild einblenden. Genau, da war. Okay. Und das war voll angenehm. Also wir haben so einen Tragesack, den können wir vielleicht auch mal ein Foto einblenden. Ich wollte das Foto einblenden, wo du eben. Ach stimmt, das sieht man ja auch, ja. Ja, auf jeden dem Fall Foto, ja. Ist das halt so ein Tragesack, wo er vorne am Bauch ist, weil er da noch nicht. Naja, von Bauch an Bauch. Ja, Bauch an Bauch, weil er noch nicht selbst seinen Kopf und alles so halten konnte, was sich mittlerweile geändert hat. Aber das erfahrt ihr halt im nächsten Video. Ja, oder im übernächsten. Aber. Ja, jedenfalls waren wir halt da länger unterwegs. Ja, auf jeden Fall hat das super geklappt. Und was ich sagen wollte noch zu dem Foto, was ihr jetzt schon. Mal gucken, was ihr jetzt schon gesehen habt. Wir haben den dann noch ein bisschen später höher geschnallt, ein kleines bisschen. Ja, also er hat. Ich bin dran. Okay. Na, auf jeden Fall hat er am Ende oder gegen Ende oder zweite Hälfte des dritten Monats 5950 Gramm gewogen. Das habe ich einfach mir so notiert, weil er da halt gewogen wurde. Ich glaube, das war bei der U3. Nee, war es nicht. Ich glaube, es war bei der Hebamme noch. Die kommt auf jeden Fall übrigens auch nicht mehr, aber schon länger. Sie meinte, nur wenn wir sie brauchen, sollen wir anrufen. Aber es gab keine Kunde, also ja, genau. Am Anfang hat er sich wirklich nur Bauch an Bauch tragen lassen. Also sei es zum Rülpsen, zum Beruhigen, zum Schlafen. Oder hier so drüber. Ja, Bauch an Bauch, beziehungsweise gerade zum Rülpsen über die Schulter. Und jedenfalls hat er sich gerade den Schnuller rausgenommen. hat sich das dann mal eine Zeit lang geändert gehabt. Da wollte er nur mit dem Rücken an den Bauch getragen werden. Also seinen Rücken konnte, an unserem Bauch. Damit er was sieht und ja, einfach auch in die Richtung guckt, wo wir hinlaufen. Und war das schon im dritten Monat, wo sich das noch mal von Tag zu Tag geändert hat? Ich glaube, da war es dann am nächsten Tag, da war es dann innerhalb des dritten Monats am Ende wieder so, dass es ihm plötzlich wieder über die Schulter gefallen hat. Also es hat sich in dem Zeitraum ganz schön geändert, einfach weil er sich auch entwickelt hat einfach. Also wenn ihr jetzt angestrengte Geräusche hört, er kugelt jetzt hier durchs Wohnzimmer und er tut dabei so, wie wenn das sonst viel schwer ist. Ja, was hier noch auf meinem Zettel steht, dass die Kommunikation im dritten Monat wesentlich mehr geworden ist. Er hat zwar schon vorher viel so gebrabbelt und sowas, also früher als manche anderen Babys, denke ich. Aber im dritten Monat ist es uns so richtig aufgefallen und da wurde es wirklich mehr. Genau, und zwar klappt das Schlafen super. Und also 6 Stunden war kein Problem. Klar hatten wir vielleicht auch mal eine Nacht, wo es ein bisschen weniger war, aber wir hatten auch eine Nacht mit 8 Stunden, glaube ich. Er liegt auf dem Bauch, nur zur Information. Also ich glaube, ich habe das mit den 6 Stunden aufgeschrieben, weil das da so ungefähr der Durchschnittswert war. Jetzt liegt er wieder auf der Seite und wieder auf dem Rücken. Und das mit dem Einschlafen, ich weiß nicht genau, warum ich das da hingeschrieben habe. Aber vielleicht meinte ich auch einfach, dass das Einschlafen auch super klappt. Soll ich den Spielebogen mal holen? Kannst du versuchen, ja. Genau. Im dritten Monat gab es schon, sag ich mal, vor allem von seiner Wahrnehmung und Kommunikation her sehr viele. Ich glaube, mal kurz durchs Bild. Ja, sehr viele Fortschritte. Du kannst erzählen, okay, ist jetzt mir ein bisschen mittiger. Genau, ich fange gleich mal mit dem Unnötigsten an. Tuch. Eine Babynagelschere. Also ich weiß nicht, ich glaube, Hannah findet das gar nicht so unnötig, aber ich finde dieses Ding echt grauenhaft.
vor allem, weil man ganz am Anfang die Fingernägel nicht schneiden sollte, weil das alles so weich ist und so empfindlich ist. Da soll man nur feilen. Also soll man feilen oder abknabbern. Und danach, also jetzt schneiden wir ihm die Fingernägel, und zwar mit unseren Nagelscheren. Gut, diese haben jetzt keine abrundende Spitze. Aber ich glaube, das ist das Einzige. Aufpasst, oder? Der einzige Unterschied? Nee. Der nächste Unterschied ist das. Okay, das stört mich nicht so. Ja, aber wenn meine Wurstfinger einmal drin sind, kriege ich die bald nicht mehr raus. Ich kann, um meinen kleinen Finger kriege ich sie bis hinter. Beim Ringfinger hört es schon ab dem Knöchel auf. Und beim Daumen kriege ich sie bis zur Hälfte vom Fingernagel. Also diese Löcher haben sie auch für Kinder konstruiert. Nee, aber ich finde das wirklich nicht so sinnvoll. Weil, wie gesagt, wir schneiden ihm die Nägel mit unseren ganz normalen Nagelscheren. Da ist noch nie was passiert, meistens da wird beim auch nichts Stillen. Passieren. Meistens beim Stillen, genau, da ist er so echt entspannt. Zappelt nicht und sagt, wenn man da die Hand, also wenn man so die Finger hier um die Hand legt, seine Hand um den Finger legt und dann einen Finger so ein bisschen wie nicht festhält, aber so. Aua! Ja, dass er nicht groß zappeln kann. Da passiert überhaupt nichts und da sticht man ihn nicht und vielleicht ändert sich das noch, dass er irgendwann mal so zappelig wird, dass es dann vielleicht doch ganz gut ist, so eine abgerundete Schere zu haben. Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt würde ich einfach sagen, ist echt unnötig. Dann als nächstes, was mittlerweile unnötig ist, war noch nie nötig. Still-BH? Hattest du einen? Nee. Ach so, ja, aber das ist, glaube ich, ganz individuell. Ich wollte es einfach ja, nicht. Ja, klar, also ist jetzt was für uns so. Oder was bei uns wir nicht so benutzt haben, ja. Ist. Und still einladen mittlerweile nicht mehr. Nee, das war nur ganz am Anfang. Ich weiß aber nicht, wieso sich das jetzt so geändert hat, aber. Also wir hatten beides. Wir hatten diese Wegwerfeinlagen und wir hatten auswaschbare. Diese auswaschbaren. Dann bist du dann wirklich nur am Waschen. Ja, und. Und da brauchst du dann 20 Paar, wenn du nicht wirklich jeden Tag waschen willst. Ja, aber ich wusste halt nicht so, wie ob die anderen, also diese Wegwerfbahnen, wirklich so gut sind oder so gesund oder so gut halten, keine Ahnung. Und ist auch ein aber die haben für auch die ihren Zweck erfüllt, also die Wegwerf. Und die anderen auch. Die anderen auch, also haben eigentlich alle ihren Zweck erfüllt, nur jetzt mittlerweile. Benutzt sie einfach nicht mehr. Dann nicht direkt unnötig. Aber was wir jetzt noch nicht so oft benutzt haben, unser Babyfon. Einfach weil es bei uns so ist, wir haben nicht so eine Riesenwohnung, dass erstens da, wo er schläft, das ewig weit weg ist. Er schläft in unserem Zimmer. In unserem Schlafzimmer. Das heißt, da nachts kriegen wir es mit. Wir gehen auch alle zusammen ins Bett. Und wenn wir morgens zum Beispiel aufstehen, beide zusammen, also es kommt relativ selten vor, eigentlich nur montags, weil sie dann noch zum Rückbildungskurs geht und er dann noch ein Stück schläft, einfach bis sie gefrühstückt hat, da lassen wir einfach alle Türen offen hören, ob er wach ist oder nicht. Weil es ist wirklich einfach zwei Räume weiter. Naja, nicht mal, also, der Flur ist dazwischen. Ja, das ist unser Flur dazwischen und das war's. Und wenn wir da alle Türen offen lassen, hören wir das. Und ansonsten stehen die beiden zusammen auf und ich stehe halt früher alleine auf und gehe dann jeweils zur Schule bzw. zur Arbeit. Und von daher brauchen wir eigentlich kein Babyfon bis jetzt. Ja, und wir hatten es schon mal, wann hatten wir denn das schon mal? Wir hatten es schon mal. Ja, in Chemnitz. Und zwar, wenn er einfach eher ins Bett gegangen ist als wir, wo er noch kleiner war und noch wirklich den ganzen Tag geschlafen Stimmt. hat. Und das hat dann auch funktioniert. Da so. Ging es auch. Da hätten wir zwar auch einfach die Tür offen lassen können. Also da war auch, das war ja so eine Wohnung, die sich um einen riesigen Raum rum gebaut hat und da war auch alles direkter Weg und so, aber ich weiß nicht, ob wir da die Tür zum Schlafzimmer zugemacht hatten, damit wir ihn nicht wecken oder so. Ich meine, jetzt haben wir hier auch alle Türen offen und er wird nicht wach, wenn wir toasten oder sowas. Aber wir haben schon getestet, auch mit ihm und wissen, dass es mit ihm auch funktioniert. Genau. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Babykissen, also Kopfkissen fürs Baby, weil sollte man ja eigentlich generell nicht verwenden. Also die sollten ja generell am Anfang noch komplett ebenerdig
flach schlafen, ohne Kissen, ohne irgendwas. Und so machen wir es auch bei ihm. Ihn stört's nicht und ich wüsste nicht, wozu wir jetzt ein Babykissen brauchen. Na, manche haben Angst, dass sich der Kopf verformt, dass der hinten platt wird. Ja, aber. Und die Babykissen haben ja so eine kleine Mulde, wo dann der Kopf so gerundet ist. Aber, also, unser hat keinen platten Kopf. Klar, er hat hinten jetzt nicht mehr viele Haare, weil er einfach durch seine ganze Bewegung sich die erstmal verabschieden am Anfang. Aber das würde auch in aber das kommt Kissen auch wieder passieren. Zurück. Und das würde auch genauso in dem Kissen passieren, ja. Dann fällt mir bei Babykissen noch ein, was wir zwar haben, aber noch nicht verwendet haben, so ein Kirschkernkissen. Nee, Traubenkernkissen. Traubenkern, ja. Nee, wir haben es noch nicht verwendet. Doch. Nein. Ja, jedenfalls, wenn er ganz sehr Bauchschmerzen haben sollte irgendwann, dann würden wir das bestimmt verwenden, aber das kam bis jetzt einfach nicht dazu. Genau, und was auf jeden Fall in den ersten Monaten unnötig ist, was man aber später verwenden kann, irgendwelche Cremes für die Haut. Weil wir machen einfach gar nichts, abgesehen mal von Babyöl nach dem Baden. Aber ohne Parfüm und. Genau, also einfach so ein ganz normales Babyöl. Also einfach ohne alles. Jedenfalls verwenden wir am Anfang keine Cremes. Und ebenfalls keine Badezusätze. Also wir baden ihn immer noch in klarem Wasser. Warm, klarem Wasser. So rum. Genau. Und nicht nochmal bitte. Zumindest in den ersten, vielleicht ersten beiden Monaten ist Spielzeug eigentlich noch nicht so nötig. Jetzt im dritten Monat hat er angefangen damit, sich wirklich dafür zu interessieren. Klar, manchmal kann man ihm das hinlegen, aber ich glaube, er interessiert sich nie wirklich dafür. Aber wir haben diesen coolen Ball hier zum Beispiel. Den mag er sehr gerne. Den mag er sehr. Und weil er so schön seine Finger reinstecken kann und dann so rumgreifen kann. Das gefällt ihm echt gut. Ihr habt ja auch im letzten Video, das war ja das 2-Monats-Video, das haben wir gedreht, als er im dritten Monat war. Und da habt ihr auch dieses Hasentier hier gesehen. Das kann der Philipp ja auch mal zeigen. Also das hat ihn damals schon auch interessiert. Das hat so einen Weißring, der war dann auch nicht vonnöten, aber... Ja, aber auch der ist zum mal... Festhalten und vor allem. Umklappen, ganz cool. Ja, jedenfalls jetzt im dritten Monat. Gesundheit. Oh, Gesundheit. Ja, jetzt im dritten Monat fing es an mit Spielzeug. Und genau, jetzt sind wir eigentlich auch froh, wenn wir immer mal was rumliegen haben oder immer mal überall was haben, weil er dann sich eigentlich ganz gut selbst auch beschäftigen kann. Also man kann ihn irgendwo hinsetzen, nee, setzen noch nicht, überlegen und seinen Spielzeug in die Hand drücken und er beschäftigt sich da auch mal kurz alleine, ohne dass ihm dann direkt langweilig wird. Und das ist eigentlich ganz cool. Ja, und damit wäre auch ich mit meiner Liste durch. Ich auch. Dann musst du jetzt verabschieden. Ich verabschiede mich von hier aus. Dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen. Das Komma in meinem gesprochenen Satz verfallt. Wir hoffen euch, das Video hat gefallen. Ja. Nein. Na, freilich nicht. Wir hoffen euch, hat das Video gefallen. Ja. Jedenfalls hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Und genau, ihr werdet auch in der nächsten Woche schon das nächste Video wahrscheinlich sehen können, also das bezüglich des vierten Monats, weil das ja nun auch schon aktuell ist. Genau, um das nicht zu verpassen, einfach abonnieren und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne... Oh, was ist jetzt los? Guck mal! Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Video.